Dreimal war die Mannschaft des VC Bitterfeld-Wolfen in der Anhalt-Arena zu Gast. Dreimal hat die Mannschaft die Halle als Sieger verlassen. Zum vierten Heimspiel in Dessau hieß der Gegner TSV Gießen 48 Hildesheim. 43 Volleyballfans waren gekommen und sahen das erwartet spannende Spiel. Mit den Gästen war immerhin der Tabellendritte der zweiten Bundesliga zu Gast. In der letzten Saison gab es für Bitterfeld-Wolfen zwei Niederlagen. Das Spiel startete ausgeglichen und das auf hohem Niveau. Keine Mannschaft leistete sich eigene Fehler, bis die Hausherren beim 21:19 den Blinker einschalteten und sich auf 24:19 absetzen konnten. 5 Satzbälle, Durchgang 1 schien im Kasten, doch plötzlich gelang den Gästen 2 Punkte in Folge. Henschel wechselte Zuspieler und Diagonalangreifer, plötzlich ging die klare Linie im Spiel des VC Bitterfeld-Wolfen verloren und Gießen-Hildesheim schaffte das, was hier niemand für möglich gehalten hatte, machte 7 Punkte in Folge und punktete zum 24:26 Satzgewinn. Den Auftakt in diese Partie hatte sich der VC sicherlich anders vorgestellt, doch nun galt es, die Nerven zu bewahren. Der zweite Durchgang ein Spiegelbild des ersten, nur dass sich diesmal keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Bei den Gästen war es immer wieder Hauke Wagner, der nach Belieben punktete. Bei den Hausherren lief es vor allem über die Dessauer Harpke und Kempf. Immer wenn Kapuzniak die Bälle schnell machte, hatte Gießen-Hildesheim Probleme im Block. Wieder war es der VC, der sich beim 24:22 den ersten Satzball sicherte. Wieder hielt der TSV dagegen. Doch diesmal wurde die Aufholjagd nicht belohnt. Unter dem Jubel der Zuschauer gelang der Satzausgleich. Nach 10-minütiger Pause ging es spannend weiter. Erst zum Ende konnte der Vorjahresaufsteiger beim 24:20 einen 4-Punkte-Vorsprung herausspielen. Erneut stemmte sich Gießen gegen den Satzverlust, 3 Satzbälle wurden abgewehrt. Wieder begann das große Zittern. Nicht aber bei Zuspieler Kapuzniak, der den Satz auf unnachahmliche Art und Weise beendete. Ein Satz fehlte dem VC Bitterfeld-Wolfen also zum 4. Sieg in der Anhalt Arena und dem 1. über den TSV Gießen-Hildesheim. Bis zum 13:13 der Satz wieder völlig ausgeglichen. Doch dann gelang dem Gastgeber ein Mini-Break zum 15:13. Beim 19:14 lag die Vorentscheidung in der Luft. Doch zum wiederholten Male kämpfte sich Gießen auf 24:22 heran. Doch Kempf beendete das Spiel mit diesem Hammer. Die Abwehr segelte ins Aus. Dessau bleibt also das erhoffte gute Pflaster für den VC, der seine Serie in der Liga auf 3 Siege am Stück ausbauen kann. Ja, wichtig für uns war, dass wir einfach einen überragenden Diagonalangreifer hatten mit dem Fabian Kempf. Wichtig war, dass wir im Aufschlagbereich uns nochmal gesteigert haben und dort mehr Druck und weniger Fehler ausgeübt haben. Und die Jungs waren einfach heiß. Die Jungs waren heiß im Blockbereich, Feldabwehr, die wollten unbedingt gewinnen hier. Und das haben sie sehr, sehr gut umgesetzt, weil Gießen ist nicht irgendeine Mannschaft, sondern sie sind immer als Tabellendritter hierher gekommen und haben wir super gemacht. Bin ich sehr happy drüber. Ja, ich denke, dass heute die Fehlerquote bei uns einfach zu hoch war, um das Spiel letztendlich nach Hause fahren zu können. Und muss aber auch sagen, dass die Heimmannschaft einfach auch verdient gewonnen hat. In den engen Phasen haben wir einfach mehr Fehler gemacht und dann geht auch der Sieg verdient nach Bitterfeld. In der Tabelle verbessert sich Bitterfeld-Wolfen auf Platz 8. Allerdings beträgt der Abstand zum letzten nur 3 Punkte. Der TSV Gießen-Hildesheim fällt von Platz 3 auf Platz 5.